Ja, meine Freunde, ich neuen Braun. Ha, gestern war ich ja beim Friseur, ne? Und da habe ich eine Info bekommen, dass die einfach da sind. Ha, ich habe zwar einen recht neuen Braun noch zu Hause, aber ich zeige euch den mal. Ich packe den mal kurz aus für euch. Ne? Ist der Braun, kriegst du Frauen. Ja, das ist ein Spruch, den habe ich eigentlich nur in Verbindung mit Braun Rasierern. Obwohl der Song ist ja von Mickey Krause, aber egal. Also das passt total gut zusammen, finde ich, weil wenn ich gut rasiert bin, ne, früher so, wo ich noch Single war, hat das eine Frau mehr und besser gefallen, als wie ich jetzt aussehe. So, also, habe ich gerade schon gesagt, ne, ich habe einen Bart momentan, ne, aber momentan keine Böcke. Pass mal auf jetzt. Da. Das war meine Teststrecke, das ist bei meinem Friseur. Und das ging bestens. Ich packe das Ding jetzt mal aus und dann zeige ich es euch. Seht ihr den Schatten schon? Mein neuer Braun, geil. Was schön ist, absolut mega, ne? Hat viele Aufsätze, damit ich auch alles machen kann. Der ist schön, schön klein und handlich. Und ins Gepäck, der kann gut ersparen. Ich hoffe, den lasse ich nicht liegen, weil ich habe den ältesten Braun, den ich hatte. Den habe ich mit 17, 16 oder 15, 14 geschenkt bekommen von meinem Vater. Den hatte ich so bis vor 3-4 Jahren, den habe ich irgendwo blöderweise liegen lassen. Wurde mir natürlich nicht nach Hause geschickt, wieder zurück, blöd. Aber der ist super geil handlich, den kann ich ins Auto legen, hier im Seitenfach und alles. Ne? Und ey, mega absolut. Ey, das ist, Braun ist echt mein Ding seit Jahrzehnten. Also man kann schon sagen, U40. Okay, U45, dann liegen wir schon richtig. Ha, super. Und wenn der läuft, da ist leider momentan kein Strom drauf. Ne? Ich zeige euch das. Mega, danke fürs Zuschauen. So, jetzt aber. Jetzt nur ein Trick, ich habe die Kamera hingestellt, weil ich muss ja die Haare hochkriegen. Und deswegen ist das so nicht, warte mich, wie eine Frau. Frauen haben das aber gut drauf. Ich habe jetzt keinen Ansatz mehr, weil ich es jetzt nicht sehe, aber immer später von Rockenspiegel. Das Gute ist, da guckt man keine heutzutage mehr drauf. Ne? Also früher, ja, ein 80er-Kleber. Da gab es noch Popper und so, ne? Schicki aussehen wollten. Weil die waren einfach alle gleich aus. Dann kommt man rein. Weil die ganzen Klamotten. Ja. Ich glaube, immer die Kasper rum. So gut. Ach, das war gar nicht jetzt wehgetan. Das ist so geil. Das ist warm. So warm. Im Meer. Wie beim normalen Rasierer von morgen. Noch schön roten, ne? Rot-schwarzen Rückenzeug. Jetzt schwarz haben wir. Nein, Tag jetzt auch nicht mehr. Ja, leider nicht. Man kann ja nicht allen haben, ne? Oh. Das sieht schon gut aus, ne? Tippi! Das sieht fast fertig, oder? Das Spiegel. Ja, das verbrennen wir ja. Ja, können wir doch hier ein bisschen. Das hört man, ne? Ja, absolut. Richtig top. Preis ist heiß. Ach. Oh Gott, das war ein geiler Tipp. Mega. Alles klar. Und das war's jetzt auch. Tschüss. Fertig. Und aus der Kabine.